Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich will beginnen mit einem Geständnis. Als ich heute Morgen hier hingekommen bin, habe ich viele leere Straßen und noch mehr Polizisten gesehen. Und da wurde mir nochmal klar, dass ja heute hier ganz in der Nähe ein großes Event, ein großer Auftrieb stattfindet. Und wisst ihr, was mir da durch den Kopf gegangen ist? Was habe ich für ein Glück, dass ich da nicht hier hin muss, sondern dass ich zu euch kommen kann, weil hier wird wenigstens über Sinnvolles diskutiert. Und deswegen möchte ich mich herzlich bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Konferenz, dass die Konferenz ausgerichtet wird. Ich möchte mich für die Gelegenheit bedanken, hier heute durch einen Eingangsinput die Diskussion mit anzustoßen und freue mich außerordentlich auf die Debatte, die wir führen werden. Ich werde mich bei dem, was ich beitragen möchte, beziehen, natürlich auf meine eigenen Erfahrungen als Gewerkschafter. Ich bin seit Anfang der 80er Jahre ehrenamtlich und seit knapp Mitte der 90er Jahre hauptamtlich aktiv in der IG Metall. Aber ich möchte mich auch beziehen auf die Erfahrungen, die ich habe als Mitglied einiger sozialer Bewegungen, ob ATTAC oder der Blockupy-Bewegung. Und auch da lernt man viel über diesen Kapitalismus. Und ich möchte mich beziehen auf die ein oder anderen Ergebnisse einer wieder in Gang gekommenen sozialwissenschaftlichen Forschung. Denn auch, und das ist eine gute Nachricht, im Bereich der kritischen Wissenschaft sind die Gewerkschaften wieder scheinbar ein interessanter Gegenstand, sind die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, ist das, was sich an antikapitalistischen, kapitalismuskritischen Bewegungen tut, wieder Forschungsgegenstand. Und wie interessant und wie produktiv die Impulse sein können, die aus dieser progressiven Wissenschaft hervorgehen, haben wir ja gestern zum Beispiel in dem Referat von der Ingrid Artus schon vernehmen können. Das sind die Quellen, auf die ich mich beziehe, aus denen ich schöpfe und überflüssig wahrscheinlich zu sagen, dass ich nicht gekommen bin mit dem Anspruch einer großen Welterklärung, sondern ich will ein paar Impulse geben, ein paar Einschätzungen, die vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt umstritten sein mögen. Aber umso besser, dann eignen sie sich nämlich besser für die Debatte. Gewerkschaften zwischen Defensive und Revitalisierung, das ist das Thema, das man mir gegeben hat, klingt ein bisschen bürokratisch, ist es aber nicht. Weil das mit den Gewerkschaften und wie es um sie steht, ist ja gar keine einfache Frage. Im Grunde genommen haben wir seit 3 Jahrzehnten auf der einen Seite eine Diskussion, die abwinkt und die sagt, das war's mit den Gewerkschaften. Dinosaurier des Industriezeitalters. Und es gibt ganze Bibliotheken mit scheinbar wissenschaftlicher Evidenz, die belegen, warum die Gewerkschaften sozusagen zwar gute Dienste im Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts getan haben, in der modernen Informations-, Dienstleistungs-, Erlebnis-, Risiko- oder sonst wie Gesellschaft, man sie aber nicht mehr braucht. Und vor vielen Jahren hat ein renommierter Liberaler wie der Ralf Dahrendorf nicht nur das sozialdemokratische Zeitalter zu Ende erklärt, sondern auch gleich gesagt, und die Gewerkschaften sind mit obsolet, denn sie sind höchstens noch die Interessenvertretung einer sozial niedergehenden Gruppe von Arbeitern. Auf der anderen Seite erleben wir seit ein paar Jahren genau das Gegenteil. Es gibt nicht nur in der Wissenschaft ein neues Interesse, sondern es gibt auch in der neoliberalen Presse eine neue Angst. Es gibt Schlagzeilen wie, die Gewerkschaften sind zurück. Es gibt Schlagzeilen wie, Verdi gewinnt durch Arbeitskämpfe Mitglieder. Es gibt Schlagzeilen wie, der Einfluss der IG Metall war nie so groß wie heute. Also es gibt auch diese Entwicklung und es gibt ein Kuddelmuddel. Und ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, sich das genauer anzuschauen. Was ist jetzt los? Weil weder haben wir, das teile ich mit den meisten Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich darüber rede, das Gefühl, dass wir ein Fossil einer vergangenen Zeit sind, noch haben wir das Gefühl, dass wir in einer historischen Offensivphase sind. Also es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, was denn da los ist. Ich möchte das in 3 Schritten tun. Ich möchte kurz was sagen zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir unsere Politik zu machen haben. Ein paar Punkte, die mir besonders wichtig sind. Ich möchte dann was dazu sagen, was macht eigentlich Gewerkschaften stark? Worauf müssen sie achten? Woraus schöpfen sie ihre Kraft? Und möchte dann drittens natürlich die Konsequenzen ziehen und möchte die Frage stellen, was tun? An dieser Frage sind schon größere Geister als ich gescheitert.
oder haben produktiv sie bewältigt. Aktuell ist sie allemal. Und diese Frage, was tun, möchte ich mit 6 Thesen beantworten, die ich dann zur Diskussion stellen möchte. Ich beginne also mit der ersten Frage. Was sind die entscheidenden Determinanten der Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen? Ich glaube, dass, wenn man diese Frage beantworten will, man weder auf den Nationalstaat noch auf die globale Ebene an sich, sondern dass wir hier, die wir in Deutschland Gewerkschaftspolitik machen, den europäischen Raum als den wichtigsten Raum im Blick haben müssen. Und auch in diesem europäischen Raum ist die Entwicklung der Gewerkschaften ganz unterschiedlich. Die deutschen Gewerkschaften, IG Metall, Verdi, aber auch die anderen, gelten als Ausnahme, als positive Ausnahme, als Bastionen der Stabilität. Und wenn man sich die Mitgliederentwicklung anschaut, die Finanzentwicklung anschaut, ist das auch nicht ganz falsch. Auf der anderen Seite faszinieren uns, und ich denke, da wird es euch nicht anders gehen als mir, doch aber mindestens genauso, die Widerstandsaktionen, die Streiks in den Betrieben, auf den Marktplätzen, die politischen Generalstreiks, die es gerade im Süden Europas gibt, die eben nicht minder Zeichen der Vitalität von Gewerkschaften sind. Und wenn man sich zum Beispiel einfach mal ganz formal die Streiktage anschaut oder danach fragt, ja, wie sieht das aus mit der Streikhäufigkeit, zum Beispiel gemessen in den Ausfalltagen pro 1000 Beschäftigten, zum Beispiel in den letzten 6, 7, 8 Jahre, dann sieht man, dass es in Ländern wie Frankreich, selbst in Dänemark, in Spanien, in Finnland, in Belgien, in Italien weit, weit häufiger zu Arbeitsniederlegungen und zu Ausfalltagen wegen Streiks gekommen ist und dass Deutschland scheinbar sozusagen eine Region der gewerkschaftspolitischen Windstille ist. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass auch das ein bisschen oberflächlich ist. Weil es nämlich auch in Deutschland natürlich nicht nur Gegenwehr gegen kapitalistische Verwertungszumutungen in Form von Streikausfalltagen gibt, sondern jeder, der selber aktiv ist, weiß, dass Gewerkschafterin oder Gewerkschafter zu sein auch noch viel, viel mehr heißt. Das heißt eben auch die tägliche Kernarbeit im Betrieb, die kleinen aufreibenden Widerstandskämpfe, die es jeden Tag gibt. Das heißt aber auch Formen zum Beispiel der Arbeitsniederlegung von Warnstreiks, die in keiner großen Statistik auftauchen, die aber nicht minder bedeutend sind. Warum hat das zugenommen? Und meiner Auffassung nach auch, warum hat das in Deutschland vielleicht nicht in dem notwendigen Ausmaß, aber auch zugenommen? Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass immer offensichtlicher wird, dass der europäische Finanzmarktkapitalismus in einer tiefen Krise steckt und wir gegenwärtig in einer Situation erleben, in der die nach wie vor dominierenden politischen Kräfte des Neoliberalismus daran sind, diese Krise zu Kosten der abhängig Beschäftigten zu überwinden. Das ist der Kern dessen, was gegenwärtig in Europa abläuft, meiner Auffassung nach. Es gibt 3 Wege, mit denen das versucht wird. Punkt 1 ist der Versuch, die Zwänge der Finanzmarktkrise zu übersetzen in Zwänge der radikalen Zurückführung sozialstaatlicher Leistungen und sozialstaatlicher Institutionen in Europa. Fiskalische Austerität und Auflagen für die Krisenländer, Sozialleistungen zwangsweise abbauen zu müssen, bringt eine Politik zum Ausdruck, die die Gunst der Stunde nutzen will, um die Reste des Sozialstaats abzuräumen, die in den letzten 2, 3 Jahrzehnten neoliberaler Vorherrschaft noch nicht abgeräumt werden konnten. Die zweite Strategie, und da geht es dann schon direkter an die gewerkschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt, hängt zusammen mit der Deregulierung nicht nur der Arbeitsmärkte, sondern auch der Kapital-Arbeit-Beziehungen. In den Krisenländern, in den Ländern, die aufgrund von eigener Kraft nicht mehr aus der Situation rauskommen, die gezwungen sind, beim sogenannten europäischen Hilfsfonds Gelder zu beantragen, werden obligatorisch mit harter Hand, mit autoritärer Repression Maßnahmen eingefordert, die Arbeitnehmerschutzrechte für die Einzelnen abkassieren, aber vor allen Dingen auch die Verhandlungspositionen der Gewerkschaften schleifen wollen, indem kollektive Regelungen von tarifvertraglichen Regelungen, von betrieblichen Mitbestimmungen und so weiter einkassiert werden, obligatorisch zur Disposition gestellt werden. Und der dritte Punkt, den ich nennen will, der ist nicht minder wichtig, ist, dass all das,
auf einer dezidiert undemokratisch, antidemokratischen, autoritären Politikstrategie bedient, die versucht auch durch die Regeln, die wir gegenwärtig in den Verträgen auf europäischer Ebene haben, angefangen bei der Konstruktion der Troika, endend beim sogenannten Fiskalpakt, darauf zielen, diese neoliberale Deregulierungs- und Sozialabbaupolitik auf Ewigkeit zu stellen und damit Wahlen in den einzelnen Ländern ihre in Anführungszeichen Gefahr zu nehmen, nämlich die Nationalstaaten in ein Regime einzuzwängen, dass es fast egal ist, ob man liberal, konservativ oder sozialistisch wählt. Man muss die Vorgaben dieses autoritären Regimes einhalten, sonst ist der Arsch ab. Und wer wissen will, wie das geht, der schaue nach Griechenland. Und man kann jetzt philosophieren über Papandreou und die PASOK und alles, was die falsch gemacht haben, und man muss es auch. Aber eins kann man eigentlich nicht still und schweigend hinnehmen. Da geht der Papandreou hin unter diesem Druck und formuliert eine Strategie, mit der er die eigene Bevölkerung, der eigene Bevölkerung das Fell über die Ohren ziehen will. Und zwar heftig. Damit er aber einigermaßen davonkommt, sagt er, ich will es wenigstens zuvor befragen. Und nicht mal das ist gestattet. Und es dauert keine Woche. Da ist nicht nur die geplante Volksbefragung weg, sondern der Papandreou gleich mit. Und an deren Stelle sitzen die Männer von Goldman Sachs und anderen Akteuren des Finanzmarktes. Und es ist ein demokratiepolitischer Skandal in ganz Europa, auch in Deutschland, auch bei den deutschen Gewerkschaften, dass da nicht laut genug protestiert wurde. Das ist ein Anschlag. Das ist ein Anschlag auf eine formale Demokratie. Aber meine Auffassung ist, und wir machen hier keine Parteipolitik, aber ich will es dann doch mal sagen, dass alle Varianten auch sozialdemokratischer Politik noch ihr blaues Wunder erleben werden, weil das, was an Regeln dort installiert wird, das verstößt nicht nur gegen die Vorstellungen einer radikal-sozialistischen Transformation, es verstößt auch schon gegen die Vorstellungen sozialer Reformen im sozialdemokratischen Sinne und es ist ein historisches Versagen der europäischen Sozialdemokratie, nicht aufzustehen gegen Fiskalpakt und andere Fesselregeln. Sie werden die sein, die am meisten darunter leiden zu haben. Und das soll. Ich will an dieser Stelle als Übergang zu meinem zweiten Punkt auch einen anderen Punkt hinzufügen. Und das sage ich nicht nur hier, sondern das sage ich auch bei allen Veranstaltungen, wo ich bei der IG Metall unterwegs bin und bei anderer Gelegenheit. Ich weiß, dass es ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen ist, Solidarität zwischen Konzernstandorten in Europa, zwischen Belegschaften in Europa herzustellen. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich in meinem Gewerkschafterleben vielfach selbst daran mitgearbeitet habe, das herzustellen. Ich weiß aber auch, wie notwendig es ist. Und deswegen sage ich auch an die Eigenadresse der deutschen Gewerkschaften, nicht nur an meine IG Metall, sondern auch an Verdi, auch an alle anderen. Auch wir müssen aufpassen, dass wir uns in der nächsten Zeit nicht historisches Versagen vorwerfen lassen müssen. Weil wenn in den Ländern in Südeuropa die Menschen aufstehen gegen die Ausplünderung ihrer Gemeinwesen, dann haben sie mehr an solidarischer Unterstützung aus den Kernstaaten der Europäischen Union verdient, als wir das bisher hingekriegt haben. Ich glaube, auch das sollte eine Konsequenz unserer Konferenz sein. Warum fällt das so schwer? Meine These ist, das ist nicht der böse Wille der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sondern das hat strukturelle, es hat objektive Ursachen. Und wenn man ganz kurz jetzt mal ein bisschen abstrakter, theoretischer wird und mal schaut, was sagt denn die kritische Wissenschaft dazu, möchte ich kurz verweisen auf Forschungsergebnisse einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Universität in Jena, die unter der Federführung von Klaus Dörrer, aber auch von anderen, an dieser Frage arbeitet. Und die haben eine Konzeption entwickelt, wo sie gesagt haben, man kann im Grunde genommen vier Quellen gewerkschaftlicher Macht unterscheiden. Und man muss, wenn man über Offensivstrategien diskutiert, genau darüber nachdenken, wie ist es bestellt um die gewerkschaftliche Macht in diesen vier Bereichen.
Die erste Quelle gewerkschaftlicher Macht, sagen Sie, und auch das ist in dem Referat von der Ingrid gestern an der einen oder anderen Stelle erwähnt worden, die sogenannte strukturelle Macht. Damit meinen Sie, Gewerkschaften, Belegschaften sind umso stärker, je stärker sie verankert sind in den Belegschaftsgruppen, die ihrerseits über Verhandlungsmacht verfügen. Weil sie im Produktionsprozess an Stellen setzen, wo sie strategische Schlüsselpositionen haben, oder weil sie Arbeitsmarktmacht haben, weil sie gefragte Fachkräfte sind oder aus anderen Gründen. Wenn es den Gewerkschaften auf Dauer nicht gelingt, in diese Bereiche reinzukommen, verlieren sie an Macht aus dieser Quelle. Zweitens, Gewerkschaften sind in dem Maße stark, und das ist nur wirklich nichts Neues, indem sie Organisationsmacht aufbauen. Was macht Gewerkschaften stark? Mitglieder. Und auch das ist eine permanente neue Aufgabe, weil auch das ist die Frage, wie man den sozialen Strukturwandel nachvollzieht und wie man in den neuen Sektoren neu entstehende lohnabhängigen Gruppen an gewerkschaftliche Kämpfe heranführt. Auch darüber wurde gestern von den Kolleginnen und Kollegen mit den internationalen Erfahrungen, wie ich finde, sehr, sehr Interessantes berichtet. Drittens, schöpfen die Gewerkschaften aus institutioneller Macht, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze, Betriebsverfassung, Personalratsstrukturen, also institutionelle Regeln, die dazu führen, dass man Mindestansprüche garantiert, auch in Krisenphasen, in der man vielleicht aus der eigenen Kraft heraus gar nicht mehr in der Lage wäre, nochmal so hohe Löhne festzuhalten. Diese institutionelle Macht ist in Deutschland von besonderer Bedeutung, weil der Flächentarifvertrag ein ganz wesentliches Element ist, und ich werde noch darauf zu sprechen kommen, was es für eine Tragödie ist, dass das Tarifvertragssystem, wie wir es erkämpft haben, ganz allmählich erodiert und wir einiges unternehmen müssen, diesen Erosionsprozess aufzuhalten. Und die vierte Quelle, die ich nennen will, um dann zu den konkreten Punkten zu kommen, kann man bezeichnen als kommunikative Macht. Da geht es um die Frage, ob wir in der Lage sind, in den hegemonialen Diskussionen gewerkschaftliche Positionen, Positionen der abhängig Beschäftigten unterzubringen. Oder ob alles nur über Wirtschaftsliberalismus, Standortkonkurrenz und Aktienindizes redet. Wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut und man prüft das mal ab, wie stehen wir denn in diesen vier Bereichen, wie steht es denn da um die gewerkschaftliche Macht, dann sehen wir und verstehen etwas besser, warum wir in vielen Situationen so in der Defensive sind. Und in welche Richtung man diskutieren könnte, das will ich jetzt in meinen 6 Thesen zur Debatte stellen, wo ich meine Sicht der Dinge auf dieses Thema darstellen möchte. These 1, gewerkschaftliche Macht kann auf Dauer nur auf der Basis gewerkschaftlicher Klassenpolitik funktionieren. Klientelpolitik ist tabu. Was heißt das? Ja, einige wissen, was ich meine. Einer meiner akademischen Lehrer war der Frank Deppe. Der Frank hat viele dicke Bücher geschrieben, ganz tolle Sachen, kann ich alles empfehlen. Mich hat aber am meisten beeindruckt ein ganz schmales Buch. Und das hieß Einheit und Spaltung der Klasse. Und in diesem Buch hat der Frank folgende These formuliert. Da hat er geschrieben, der Zustand der Einheit der Arbeiterklasse, der Zustand der Einheit der Gewerkschaftsbewegung ist eigentlich die Ausnahme. Der Zustand der Spaltung ist die Normalität. Will sagen, die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft entwickelt, der permanente Strukturwandel, dass es Beschäftigtengruppen gibt, die besonders unter Druck stehen, dass es Beschäftigtengruppen gibt, die in einem Wachstumssektor arbeiten, ist eine Entwicklung, die dazu führt, dass die Einheit im Handeln immer erst hergestellt werden muss, in der Regel nicht von alleine kommt, sondern politisches Klassenhandeln ist Resultat politischer Debatten, politischer Kämpfe, politischer Erfahrungen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Erfahrung. Und das bedeutet heute aber auch, dass wenn man diesen Anspruch vertritt, dass man Klassenhandeln organisiert, dann muss man die spezifische Situation der einen oder anderen Gruppe berücksichtigen. Aber sie darf nie alleine Leitlinie der Politik sein. Ich weiß, wovon ich rede. Das gilt natürlich auch für die Sektoren,
der noch relativ gesicherten Stammbelegschaften in den noch relativ prosperierenden Bereichen, zum Beispiel der Exportindustrie. Ihr werdet es mir nicht verübeln, dass ich gewerkschaftliche Verankerung in diesen Bereichen für unverzichtbar halte, weil meine IG Metall gewinnt ihre Kraft vor allen Dingen aus der Verankerung in diesen Bereichen. Aber ich füge genauso hinzu, wenn der Interessenvertretungsanspruch in diesen Bereichen stecken bleibt, wenn er nicht realisiert, konzeptionell und in der konkreten Politik, dass sich auch in diesen Bereichen zunehmend sogenannte prekäre Randbelegschaften herausbilden, die genauso einbezogen werden müssen, dann wird diese Politik zur Klientelpolitik, dann ist sie keine Klassenpolitik im eigentlichen Sinne. Und das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen sage ich, zusammenführen muss man die Fraktionen der Klasse. Aber ich sage auch, und das sage ich mit vollem Bewusstsein, es gibt welche, die sind fantasievoller und es sind welche, die sind ritualisierter. Und ich habe nichts, im Gegenteil, nehmt mir das ab. Ich fühle manchmal so etwas wie Stolz auf meine Organisation, wenn ich in Tarifrunden oder in anderen Bewegungen sehe, wie die Organisationskraft gut organisierter Metallbetriebe sich in Bewegung setzt. Das ist ein tolles Gefühl, damit dazuzugehören. Aber ich sage gleichzeitig, dass wir uns genauso kümmern müssen um die Segmente der prekären Beschäftigung, die wir noch nicht erschlossen haben. Und ich sage auch hinzu, meine Erfahrungen in diesen Randkämpfen, in den Kämpfen von Belegschaften, wo es noch keine Tarifverträge gibt, wo es noch keine Mitbestimmung gibt, wo es mitunter überhaupt keine Betriebsräte gibt. Meine Erfahrungen aus diesen Kämpfen, an denen ich teilnehmen sollte, war in der Regel so, dass ich aus diesen Kämpfen lernen konnte, auch für die anderen Kämpfe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können auch lernen aus diesen Bereichen, wo wir noch nicht aktiv sind, weil manchmal ist die Fantasie der Kolleginnen und Kollegen, die eben noch nicht nach den Regeln einer Tarifrunde ihre Interessen vertreten, eine sehr, sehr produktive Inspirationsquelle, auch für uns als Gewerkschafter, die wir oftmals gewohnt sind, in den gewohnten Bahnen unsere Kämpfe zu führen. Und wie diese Innovationen auch eingehen können in den Bereich der Stammbelegschaften, haben wir in der IG Metall an einem Beispiel lernen können. Ich nenne das Stichwort des Sozialtarifvertrags. Ja, wir hatten oftmals Situationen in Betrieben, wo die Regeln des Tarifvertragssystems, die Regeln der Betriebsverfassung uns keine Möglichkeit gegeben hatten zu kämpfen. Die Kollegen aber wollten, weil sie gemerkt haben, dass die Organisation, der Kampf die einzige Möglichkeit ist. Und diese Vorstellung, trotz einer nicht vorhandenen rechtlichen Erlaubnis, diese Kämpfe zu führen und trotzdem zu verbindlichen Regeln zu kommen, ist ein Impuls gewesen, der aus diesen Betriebskämpfen kam und der produktiv ins Tarifsystem hineingewirkt hat. So stelle ich mir das vor, wenn ich von solidarischem Klassenhandeln rede. Zweite These. Die Macht der Gewerkschaften kommt aus den Betrieben. Ohne betriebliche Organisationsmacht keine Verhandlung und Gesellschaftsmacht. Was heißt das? Das klingt banal, ist es aber nicht. Und ich will eine Einschätzung geben, die vielleicht durchaus umstritten ist. Ich habe das schon gesagt. Auch ich habe oftmals mit ein bisschen Neid über die Grenzen rübergeschaut, nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland und habe die Demonstrationen, die Warnstreiks, die politischen, die Generalstreiks gesehen und das ein oder andere Mal konnte ich teilnehmen und da geht einem schon das Herz vor Freude über. Was mich dann aber doch ein bisschen schwermütig gemacht hat, ist, wenn ich registriert habe, dass es in verschiedenen Bereichen auch eine Situation gab, wo diese Streiks nicht Ausdruck einer Offensivbewegung gewesen sind, sondern eher ein Zeichen der Defensive, weil notwendigerweise die Demonstrationen auf der Straße stattfinden mussten, weil viele der Gewerkschaften im Betrieb gar nicht mehr drin sind. Und es macht mich nicht glücklich, wenn in Frankreich wunderbare Warnstreiks und politische Streiks gemacht werden, der Organisationsgrad aber bei 7% liegt, und die Gewerkschaften aus der privaten Industrie fast verschwunden sind. Es macht mich nicht glücklich, wenn ich auf der einen Seite sehe, dass die italienischen Genossinnen und Genossen Generalstreiks machen, auf der anderen Seite aber in den letzten verbleibenden Großbetrieben wie bei Fiat, und das gilt gerade für die Progressive, für die FIOM und für die anderen, Schuh und Strümpf verlieren, keine Verankerung mehr haben. Das heißt, wenn man das so sieht, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht zu schnell entscheidet, was gut und was schlecht ist.
Und ich glaube, dass man da zwei Modelle, zwei Antworten auf die Krise unterscheiden kann, die ganz wichtig sind. In Deutschland haben die Gewerkschaften stärker auf diesen Versuch gesetzt, dieses Rausgeworfenwerden aus den Betrieben zu verhindern. Sowohl Verdi als auch IG Metall als auch die anderen DGB-Gewerkschaften haben sehr, sehr stark auf Mitgliedergewinnung, Mitgliedergewinnung, Mitgliedergewinnung gesetzt. Viele Gewerkschaften in den südeuropäischen Ländern haben meiner Einschätzung nach dieses Thema ein Stück weit schleifen lassen. Und sie haben die Straße, sie haben den politischen Streik stärker orientiert. Beide Strategien haben ihre Vorteile und beide Strategien müssen voneinander lernen, weil sie haben ihre Nachteile. Eine Strategie, die sich darauf reduziert, Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder zu machen und die nicht begreift, dass Mitglieder und Finanzstärke nicht das Ziel, sondern Mittel zum Zweck einer progressiven Gewerkschaftspolitik ist, steckt ebenso in der Sackgasse. Steckt ebenso in der Sackgasse wie eine Gewerkschaftsbewegung, die nicht begreift, dass politische Demonstrationen auf der Straße wichtig und sinnvoll sind, aber ihre Kraft erodieren muss, wenn sie nicht mehr da präsent sind, wo der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit entsteht und ausgetragen werden muss in den Betrieben. Und deswegen wäre meine kurze Formel auf den Punkt gebracht: Die deutschen Gewerkschaften mit ihrer Organisationsmacht und Mitgliederorientierung könnten einen guten Schluck aus der Politisierungspulle vertragen und die Genossinnen und Genossen und Kolleginnen und Kollegen in Europa sollten sich wieder etwas stärker um ihre Verankerung in den Betrieben kümmern. Ich glaube, auch das kann solidarisches Lernen in Europa bedeuten. Dritte These: Gewerkschaftsmacht entsteht in den Betrieben, aber sie springt zu kurz, wenn sie dort verbleibt. Wenn Gewerkschaftspolitik politisch werden will, braucht sie ein intensives, anspruchsvolles, offensives politisches Mandat. Es ist schlicht und einfach so, dass viele Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, über die Betriebe, über Tarifpolitik, über Betriebspolitik alleine nicht zu regeln ist. Und jetzt könnte und müsste man da viel zu sagen, ich will das gar nicht tun, ich will es an einem Beispiel machen. Die Reformulierung des politischen Mandats in Deutschland, die ansteht, die Politisierung der Organisationsmacht, die wir erhalten konnten, Gott sei Dank, wird auch eine Nagelprobe in der Gegenwart haben und diese Nagelprobe heißt TTIP, TISA und CETA. Es geht um eine gesellschaftspolitische Mobilisierung, an denen sich die Gewerkschaften ohne Wenn und Aber beteiligen müssen. Es geht um Gegenwehr gegenüber dem Versuch einer weiteren neoliberalen Formierung der USA und des europäischen Wirtschaftsraums in einem Sinne und mit einer Kaltschnäuzigkeit, die man sich kaum vorstellen kann. Ich will über die einzelnen Regeln nicht im Einzelnen darlegen. Ich will nicht sagen zu dem Dumpingdruck, der auf Sozialstandards auf uns wartet, auf dem Dumpingdruck, der über Ökologiestandards wartet und all die ganzen Sachen, über die man reden müsste, wenn man über TTIP im Einzelnen redet. Ich will über einen anderen Punkt reden. Und da muss ich ehrlich sagen, ist meine Fantasie fast am Ende. Für so kaltschnäuzig hätte ich sie denn doch nicht gehalten. Oder andersrum formuliert: Was um Himmels Willen sollte uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dazu bringen, einer Regelung zuzustimmen, die unter dem scheinbar so harmlosen Namen Investitionsschutzabkommen die transnationalen Konzerne in die Lage versetzen soll, gegen demokratische Staaten zu klagen, wenn die bei Umweltstandards, Mindestlohn oder anderen Standards vorankommen und dadurch die Profite der Konzerne geschmälert werden? Was um Himmels Willen sollte eine demokratische Gesellschaft veranlassen, so etwas Beklopptes zu tun? Ich weiß schon, was für Interessen dahinterstehen. Ganz so naiv bin ich nicht. Aber vielleicht muss man manchmal die Absurdität dieser Politik versuchen, mit einer vielleicht auch etwas gespielten Naivität auf den Punkt zu bringen. Weil eins ist doch vollkommen klar: selbst ein harmloser, gutmeinender Liberaler sollte doch verstehen, dass auch für ihn nicht akzeptabel sein könnte,
wenn man das Verhältnis von kapitalistischer Ökonomie und politischer Demokratie so neu strukturiert, dass die kapitalistische Ökonomie auch noch die letzten Reste von politischer Demokratie in den Würgegriff nehmen können. Wenn überhaupt, dann muss es doch wohl andersrum sein. Dann müssen doch wohl die Staaten gestärkt werden gegen die transnationalen Kapitaleinheiten und nicht andersrum. Und ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Prüfstein, nicht nur für die Gewerkschaften, aber auch für die Gewerkschaften. Wenn wir hier nicht in die Socken kommen, wenn wir hier nicht klare Positionen beziehen, dann brauchen wir auch theoretisch über das politische Mandat nicht weiter reden. Dann haben wir eine historische Situation nicht gemeistert. Vierte These. Das politische Mandat der Gewerkschaften muss ein transnationales sein. Auch das klingt banal, ist es aber nicht. Alle Gewerkschaften in Europa, wäre meine These, denken an europäische Solidarität vor allem immer dann, wenn sie selber in der Bredouille sind. Das ist leider so. Und das hat auch damit zu tun, dass konkrete Solidarisierung über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg einfach ein sauschweres Unterfangen ist. Richtige Kernarbeit, an der man Tag für Tag arbeiten muss, wo es Rückschläge gibt und so weiter und so fort. Ich habe mit den Baukollegen geredet, in der Zeit, als in Spanien der große Bauboom war und die Firmen aus Spanien nach Deutschland rüberkamen, über Dumpingdruck am deutschen Baumarkt viel Probleme geschaffen haben. Und die deutschen Kollegen haben damals gehofft, dass die spanischen Kollegen sie unterstützen. Das hat nicht so richtig stattgefunden. Ich habe geredet mit Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie, die den Standortwettbewerb im eigenen Konzern erlebt haben und gehofft haben, dass dann die britischen Standorte, die den Zuschlag bekommen haben und in Ostdeutschland die Standorte zugemacht werden, gehofft haben, dass die britischen Kollegen sie unterstützen. Das hat nicht stattgefunden. Aber ich rede natürlich auch mit vielen Kollegen in Spanien, in Italien, in Griechenland, die sich erhoffen, dass die deutschen Kollegen ihnen jetzt die Solidarität bringen, die notwendig ist. Diese Enttäuschungen, die es da gibt, haben vielleicht auch mit subjektiven Fehlern, vielleicht auch manchmal mit Versagen von einzelnen Funktionären zu tun. Aber sie haben eine Ursache, die struktureller Art ist. Und ich glaube, das muss man begreifen, damit man nicht vorschnelle moralische Urteile macht. Die Arbeit, die da anliegt, ist ein Riesenfeld, auf das ich in Einzelnen nicht eingehen möchte. Ich will ein positives Beispiel nennen, weil wir diskutieren hier nach vorne. Ein positives Beispiel, über das ich mich besonders gefreut habe, weil es ganz oben angesiedelt ist. Es geht um eine Initiative, die gestartet worden ist von Rainer Hoffmann, DGB-Vorsitzender, Detlef Wetzel, Vorsitzender der IG Metall und Frank Psirske, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi. Diese Initiative ist zum einen ein Aufruf, wir stehen erst am Anfang. Es ist ein Spendenaufruf, wo Spenden gesammelt werden zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen in Karachi, Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter, ihr werdet euch vielleicht erinnern, die vor 2 Jahren eine Katastrophe erlebt haben, weil in einigen ihrer Fabriken, in denen sie genäht haben, billige Klamotten für Kik und andere, die Bude abgebrannt ist, weil die Bedingungen menschenunwürdig gewesen sind und alle Dimensionen der Ausbeutung lebendiger Arbeitskraft, die man sich auch nur vorstellen kann und auch gerade gegenüber Frauen, dort an der Tagesordnung waren. Diese katastrophalen Zustände sind dann kulminiert in diesem katastrophalen Brand. Es sind fast 300 Menschen gestorben. Es gibt viele, viele Verletzte, die bis heute nicht gut versorgt sind. Und es gibt in dieser, und das sind die Hoffnungsschimmer, Region, in diesen Bereichen, Versuche, eine gewerkschaftliche Struktur, eine gewerkschaftliche Organisation neu aufzubauen. Und dieser Aufruf, den ihr alle im Netz finden werdet, wenn ihr nachschaut, ist in enger Zusammenarbeit mit Medico International organisiert worden. Es ist ein Aufruf, der nicht einfach Spenden aus karitativen Zwecken sammeln will, sondern der Spenden sammeln will für 3 Ziele. Erstens, den Fonds zur gesundheitlichen Versorgung zu unterstützen, von den Kolleginnen und Kollegen, die immer noch unter den katastrophalen Folgen dieses Brandes leiden. Zweitens, die rechtliche und politische Auseinandersetzung gegen KIK zu unterstützen, die verklagt werden aufgrund ihrer Machenschaften und ihrer Profite, die sie aus diesen Bedingungen ziehen. Und drittens,
Spenden, die dazu genutzt werden sollen, um die Gewerkschaft aufzubauen in Karachi, in anderen Bereichen dieser Region, weil nur eine starke gewerkschaftliche Struktur auf Dauer eine Perspektive ist. Und wir mit unseren privilegierten Bedingungen können uns das gar nicht vorstellen, was es mitunter schon fast eine heldenhafte Tat ist, überhaupt ein Gewerkschaftshaus zu organisieren, wo die Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen können, um sich zu verständigen, wie sie gemeinsam kämpfen wollen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle werben als ein, wie ich finde, gelungenes Beispiel von internationaler Solidarität. Dieser Aufruf von den drei Gewerkschaftsvorsitzenden mit aktiver Unterstützung und Organisierung von Medico. Ich glaube, das ist eine konkrete, gute Sache und ich würde euch alle bitten, schaut euch das Ding an. Wenn ihr es unterstützen könnt, macht mit, holt euch die Dinger aus dem Netz, sammelt Unterschriften und versucht Spenden einzunehmen. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Das lohnt sich, Kolleginnen und Kollegen. Fünfte und vorletzte These. Gewerkschaft ist gut, reicht alleine aber nicht. Die Perspektive liegt in dem, was ich die Mosaiklinke genannt habe. Was meint das? Solange wir im Kapitalismus leben, ich bin so ein altbackener Marxist, kommt es ohne Gewerkschaften, kommt es ohne Interessenorganisationen im Konfliktfeld von Kapital und Arbeit nicht aus. Wenn es die nicht gibt, läuft es nicht gut. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Es gibt viele Probleme, es gibt viele Handlungsfelder, es gibt viele Fragen. Da reichen den Gewerkschaften alleine die politischen Arme und die politischen Kompetenzen nicht. Schon deswegen braucht es Kooperation mit anderen Bewegungen, Institutionen in der Gesellschaft. Und der Jig an der ganzen Sache ist, dass ich glaube, dass diese Kooperation so stattfinden sollte, dass keiner der kooperierenden Akteure seine eigene Identität aufgeben sollte, aufgeben darf, sondern dass die Kooperation einfach Toleranz braucht, um die gegenseitigen Organisationskulturen, Kommunikationsgewohnheiten und so weiter miteinander auszuhalten. Und viele von euch wissen, wie ich auch, was das heißt. Die Kollegen und Genossen bei ATTAC und dann später bei Blockupy sind manchmal verrückt geworden, wenn ich denen erzählt habe, ja, ich finde das selber gut, kann das für die IG Metall aber nicht unterstützen, weil ich habe kein Mandat. Und ich bin manchmal auch nervös geworden, wenn ich gesehen habe, wie dort die Meinungsbildung stattfindet und ich immer den Eindruck hatte, wir können zwar was vereinbaren, aber das gilt nur für drei Leute. Was ich damit meine ist, wir haben einfach völlig unterschiedliche Organisationskulturen. Wenn wir trotzdem miteinander Politik machen wollen, in diesem progressiven Sinne, dann braucht es Toleranz gegeneinander und es braucht Verständigung über das, was man gemeinsam machen will und es braucht das Lernen von jeweils dem anderen. Und da bin ich Gewerkschafter, da stehe ich als Gewerkschafter in der Pflicht und da will ich ganz offen sagen, ich glaube, die Gewerkschaftsbewegung wäre ohne diese Impulse von außen nicht die, die sie heute ist. Sie wäre schlechter gewesen. Die Gewerkschaften hätten aus sich heraus das Thema der Geschlechtergerechtigkeit und der Emanzipation nicht in dem notwendigen Maße aufnehmen können, wenn es nicht eine offensive, selbstbewusste Frauenbewegung gegeben hätte. Sie hätten nicht geschafft, die Probleme des quantitativen Wachstums und die Umweltunverträglichkeit der Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, stärker zu verstehen als früher, wenn es nicht eine offensive Umweltbewegung gegeben hätte. Und ich sage auch, wir haben auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter viel über die Schattenseiten, die Deformationen und die katastrophalen Folgen der kapitalistischen Globalisierung in der Welt durch die globalisierungskritische Bewegung bis hin zu Blockupy gelernt. Und deswegen ist meine Position so stark und so selbstbewusst und so schön, wie wir sind mit unseren vielen Mitgliedern und unseren Organisationsstrukturen. Aber so schön, so stark, so selbstbewusst, dass wir von anderen nicht lernen könnten, sind wir denn auch nicht. Und deswegen ist das ein ganz wesentlicher Teil einer solchen Mosaiklinke. Ich komme zu meiner letzten These. Der Kapitalismus ist die Realität, aber nicht die Perspektive. Das klingt ebenfalls banal, ist es aber noch weniger als die anderen. Es ist manchmal sehr schwer zu verstehen, warum man in den Alltagskämpfen
in dem täglichen Kleinkrieg gegen die Gewalttaten des Kapitals, wie das mal ein kluger Mann formuliert hat, so etwas wie Kapitalismuskritik braucht. Reicht es da nicht aus, ein guter Mensch zu sein? Reicht es da nicht aus, eine humanistische Tradition zu haben? Und es gibt viele, die aus dieser Tradition, aus dieser Motivation heraus das tun. Und es gibt auch viele, die aus einer religiösen Motivation heraus das tun. Und ich stehe überhaupt nicht an, irgendwie arrogant oder Hierarchien da zu bilden und darüber zu urteilen. Das ist überhaupt nicht angesagt. Aber ich vermute, dass man immer wieder zu Frustrationen kommen muss, wenn man nicht begreift, warum man in dieser Gesellschaft immer wieder an Grenzen stößt und warum historisch errungene Besitzstände immer wieder neu erkämpft werden müssen, weil sie sonst in der nächsten Krise wieder abgeräumt werden. Und wenn man das verstehen will, dann glaube ich, muss man mehr wissen als Humanismus, als religiöse Motivation über die Art und Weise, wie kapitalistische Ökonomie, wie Kapitalismus insgesamt funktioniert. Und dann wird man natürlich auch, wenn man das Motivationsproblem irgendwie in den Griff kriegen will, darüber nachdenken, was wäre denn stattdessen sinnvoller als diese Gesellschaft, in der das, was man mühselig erkämpft hat, immer wieder in Frage gestellt wird. Und diese Debatte, die führen wir ja nun gar nicht mehr. Auch dafür gibt es viele Gründe, weil die Versuche, diese Debatte zu führen und vor allen Dingen sie umzusetzen, vielfach ziemlich gescheitert sind. Und oftmals mit ziemlichen Bremsspuren. Deswegen ist Realismus und Vorsicht da durchaus angebracht. Aber es hieße auch, das Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn man aufgrund dieser gescheiterten historischen Versuche nicht bereit wäre, historisch zu lernen. Und da gibt es in der Welt ja durchaus Ambitionen, das zu tun. Und die einen nennen das die Gesellschaft der realisierten konkreten Utopie. Die anderen sagen, das wären Gesellschaften der solidarischen Ökonomie. In anderen Teilen der Welt diskutiert man sehr intensiv über einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Und es gibt viele Diskussionen in diese Richtung. Ich weiß auch nicht, was der richtige Name ist. Der Volker Braun, einer meiner Lieblingsliteraten, hat in einer Rede mal gesagt, es fehlt uns was, für das wir keinen Namen mehr haben. Aber solange wir den nicht haben, werden wir die Verhältnisse nicht zwingen. Ich vermute, dass er recht hat. Ich weiß auch nicht, wie das Ding heißen sollte, das wir brauchen. Ich weiß nur, der Kapitalismus ist es nicht. Schönen Dank. Applaus